Zwei Dinge, die dich sofort erfolgreicher bei Frauen machen, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Und mein Lieber, ich weiß, wir haben alle schon bessere Tage gesehen und ich weiß, wir haben alle vielleicht gerade nicht die geilste Zeit, aber es ist wichtig, trotzdem zu lachen und deswegen erinnere dich, bevor es gleich zum ersten Punkt kommt, einmal ganz kurz daran, dass in deiner Geburtsurkunde nicht der Name Francesco Schettino steht, du hast kein 450 Millionen Euro teures Kreuzfahrtschiff versenkt, weil du zu nah an der Küste entlang gefahren bist, nur weil du eine barbusige Blondine beeindrucken wolltest, während deine Ehefrau zu Hause sitzt und du bist unter die Ohren vollgekokst und halb besoffen, dann auch noch als Erster das Schiff verlassen hast und dabei vom Hafenwart entdeckt und erwischt wurdest. Also, alles ist relativ, egal wie deine Situation gerade aussieht, zumindest bist du nicht der Typ. Ja? Und wenn du jetzt gerade am Grinsen bist, dann drück doch mal einmal kurz auf Liken und abonniere den Kanal. Das tut auch mir gut, um durch diese Krise zu kommen. Also, kommen wir direkt zur ersten Sache, die dich sofort erfolgreicher bei Frauen macht. Und das ist, wenn du verstehst, es ist immer wichtig, von wem eine Information kommt. Denn, ich gebe dir ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn du jetzt möglicherweise mir gerade zuhörst und ich war jetzt neulich in Südafrika. So, und ich erzähle dir jetzt von mir aus, dass ich dann einem Obdachlosen geholfen habe, dass ich mit dem Einkaufen war, dass ich dem Essen gebracht habe und so weiter, dann denkst du dir vielleicht einfach nur, okay, stimmt das überhaupt? Will er sich jetzt gerade profilieren? Will er angeben? Will er sich als toll darstellen? Was auch immer. So, wenn das allerdings jetzt ein Kumpel von mir oder dieser Obdachlose selbst dir erzählen würde, würdest du dir wahrscheinlich denken, ich wusste gar nicht, dass Matteo gar nicht mal so ein scheiß Typ ist. Ja? Das würde also eine komplett andere Wirkung haben. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn ich es dir erzähle oder wenn du es einer Frau erzählst, darum geht es ja gerade, dann wird sich die Person einfach eher denken, okay, was ist jetzt der Hintergrund, warum er mir das sagt? Will er sich einfach nur gut aussehen lassen? Wenn das allerdings jemand anderes macht, dann ist da kein persönlicher Nutzen dahinter und dann wird es viel eher auch angenommen. So, wenn du jetzt also Dinge hast, die cool sind und am besten auch ehrlich, ja, darum geht es ja. Wenn du halt einfach Dinge hast, die ehrlicherweise cool sind an dir, dann erzähl sie vielleicht nicht der Frau selber, sondern finde einen Weg, wie ein Kumpel, eine Freundin oder vielleicht auch ein Wingman das für dich macht. Wir haben das zum Beispiel früher sehr oft so gemacht, dass ich mit einem Kumpel in die Bar gegangen bin und immer wenn er eine Frau angesprochen hat und mit der gerade am Reden war, bin ich zufällig reingeplatzt und habe gesagt, ey Mann, geil, dass du hier bist, ey, ich freue mich so, dich zu sehen. Alter, wenn es dich nicht gäbe, dann hätte ich das nicht und das nicht und das nicht, ohne Scheiß, darf ich dir was zum Trinken bringen? Und dann hat er jedes Mal gesagt, nee, damit wir nicht 1000 Drinks trinken müssen, weil wir das jedes Mal gemacht haben. Und die Frau kriegt große Augen und denkt sich, was ist der denn für ein cooler Typ, was hat der denn für geile Freunde? Und kaum bin ich bei der nächsten Frau gestanden und er war fertig in seinem Gespräch, guess what? Dann kam er zu mir, hat genau das Gleiche gemacht und jedes Mal derselbe Effekt. Also, warum funktioniert das eben so geil? Weil es eine viel ehrlichere Information ist, wenn jemand gut über jemand anderen spricht, als wenn du das selber machst. Also, das kannst du jederzeit anwenden und vor allem jetzt in der Situation, in der Quarantäne, frag deine Kumpels, hey Mann, kannst du nicht bei der mal gut ein Wort einlegen? Bam, und schon hat das Ganze funktioniert. So, die zweite Sache, die sofort deinen Erfolg bei Frauen erhöht, ist, wenn du allgemein verstehst, wie Menschen ticken, also die Psychologie der Menschen im Allgemeinen verstehst und die Frauen, die Psychologie der Frauen im Speziellen. So, das heißt einfach, wenn du verstehst, wie Frauen ticken und dass da auch ein Unterschied ist zwischen Frauen und Männern, dann hast du einfach deutlich mehr Erfolg. Ja? Und natürlich ist das ein riesiges Thema und wenn du dabei Hilfe möchtest oder wenn du dir einfach sagst, ey, ich würde gerne mal von Experten oder von einem Team von Experten lernen, wie das Ganze funktioniert und wie das auch geil klappt, dass man wirklich Anziehung bei Frauen auslöst, dass man wirklich attraktiv rüberkommt, dass man die Frauen bekommt, die man wirklich möchte, dann kannst du einfach mal hier unter dem Video auf den Link klicken. Es ist nämlich so, dass wir momentan in dieser Situation wissen, super viele Leute sitzen zu Hause, gucken Netflix oder verschlagen sich einfach nur die Zeit tot. Und ich möchte eben nicht, dass das passiert. Ich möchte, dass diese Leute ihre Zeit produktiv nutzen können. Und wenn das was für dich ist, dann kannst du da mal draufklicken und dann bekommst du jetzt in diesem Moment zu vergünstigten Konditionen Zugang zu unseren Dingen, wo wir das Ganze von vorne bis hinten von A bis Z erklären. So, aber ich sag dir noch was. Und zwar, schau mal, wenn du die Psychologie der Leute und der Frauen verstehst, dann weißt du auch vollkommen, 2/3 sind gerade mit Partnern zusammen, die überhaupt nicht zu ihnen passen. Das ist normalerweise kein Problem, weil die sich nicht ständig sehen. Aber stell dir mal vor, wie das jetzt gerade abläuft in der Quarantäne. Da wird den Leuten erstmal bewusst, wie schlecht sie zueinander passen. Und die werden sich sehr, 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 sehr viele, also ein riesiger Großteil davon, wird sich einfach trennen, sobald das wieder vorbei ist. Und dann werden die in getrennte Wohnungen ziehen. Und guess what? Du hast nie wieder, oder ich sage jetzt nicht nie wieder, aber du hast noch nie dagewesene Chancen, in ein paar Wochen, wenn diese Quarantäne aufgehoben ist, an Mädels ranzukommen, die sonst immer in Beziehungen gesteckt haben, weil die keinen Bock mehr auf ihren Typen haben. Und wenn du dir jetzt denkst, ja okay, na gut, es sind jetzt viele Leute in Beziehungen und so, das mag ja auch stimmen, Matteo, aber das sind ja jetzt nicht alle, hast du auch noch recht. Weil die Sache ist die Single-Frauen, was denkst du, wie es denen gerade geht? Die sitzen auch alle zu Hause und denken sich, oh Mann, ich freue mich schon drauf, wenn ich endlich wieder auf die Straße kann und endlich mal wieder mit einem Typen was machen kann, ohne Angst zu haben, mich irgendwie zu infizieren oder irgendwie sonst was zu haben.
und endlich mal wieder Spaß zu haben. Denen geht es genauso wie dir und jedem anderen da draußen auch. Das heißt, du hast in ein paar Wochen die absolut psychologisch betrachtet beste Zeit deines Lebens, wenn du dann rausgehst und Frauen ansprichst und Frauen kennenlernst, die dir einfach gefallen. Du musst nur hingehen, sie ansprechen und dein Ding machen. Ja? Super viele Frauen werden ultra positiv reagieren, weil du endlich mal der Kerl bist, der jetzt diese Abstinenz, die verordnet wurde vom Staat quasi, lösen kann, verändern kann. Ja? Und du wirst wahnsinnig viele Frauen treffen, die dir vielleicht vor 5 Wochen noch gesagt hätten, ah, tut mir leid, ich habe einen Freund, und dann endlich sagen, boah, nee, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Typen, ich will jetzt mal jemand Neues. Ne? Und dann bist du am Start. Und wenn du dir jetzt sagst, oh man, aber ich bin übelst so drauf, dass ich es einfach nicht hinkriege, meine persönliche Ansprechangst zu überwinden, ich habe da Hemmungen, ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht oder ich kriege das nicht hin aus Erfahrung, dann gilt auch für dich. Guck einfach unter diesem Video mal auf diesen Link, klick da mal drauf, guck mal, was ich in dem Video sage. Und wenn dich das anspricht, dann trag dich da mal ein, rede mit mir oder mit jemandem aus meinem Team darüber und wir lösen das. Ich meine, wann hast du jemals wieder ein Zeitfenster von mehreren Wochen, ja, jetzt gerade mindestens 2 Wochen, vielleicht sogar länger, wo du dich nur mit dieser Sache beschäftigen musst, weil du entweder nicht arbeiten musst oder keine anderen Dinge zu tun hast oder sowieso Quarantäne angesagt ist. Hm? Ich sage nicht, dass das nie wiederkommt, aber was ich sagen kann, ist, dass das eine verdammt geile Chance ist. Okay, das sind die beiden Dinge, die du verstehen musst, weibliche Psychologie und vor allem, von wem kommt die Information. Nutz diese beiden Dinge, nutze sie jetzt schon, ja? Also ich meine nicht rausgehen und Frauen ansprechen, aber nutze sie jetzt schon, dass du verstehst, wie das Ganze funktioniert und dann kannst du in dem Moment, wo endlich die Pforten wieder offen sind, richtig absahnen. Egal, ob du eine Freundin willst oder einfach nur Affären, du wirst so geile Resultate erzielen, wenn du dann weißt, wie es geht. Ich wünsche dir mega viel Erfolg dabei und denk dran, du hast kein Kreuzfahrtschiff versenkt, sei nicht traurig, ist eine Kacksituation, geht vorbei.